Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft, dem Live-Let's Play hier auf diesem Kanal mit mir, dem Kirsch. So, wenn euch das Projekt gefällt, lasst doch gerne eine positive Bewertung da. Wenn nicht, lasst gerne einen negativen da. Schreibt rein, was euch nicht gefällt. Und jetzt nicht vergessen, kommentieren, abonnieren, liken und tschüss. Viel Spaß. Schlimm. Böses Handy. Böses, böses Handy. Gut, wir können das ja eigentlich so lang nicht ein bisschen terraformen. Ist ja unser Bereich. Da können wir von unserem Haus in unsere Unterwasserkuppel. Und unsere erste, die sind mindestens ja noch einige Unterwasserkuppeln geplant. Oder halt vielleicht eher eine Unterwasserstadt. So dass halt hier auch noch eine Wand lang geht. Ich weiß jetzt noch nicht ganz genau, ob sie sich so um den Strand rumherum ziehen und dann halt hier vorne wieder eine Treppe machen wie hier drüben, dann hier runterkommen an zum Strandhaus, was noch ein Spee ist. Strandhaus im Spee, ole. Nehmen wir gleich mal das Akazienholz mit. Können wir noch ein bisschen schön bauen. Und zwar kommen wir mit 7 nicht so extrem weit. So, was kommst du noch hin? Dann fehlen halt bloß noch 2. Na, das war ungewollt falsch. Hier kommen nämlich die Bricks rein. Da müssen wir sogar ein paar Falltüren noch machen. Da ist mir nämlich noch ein kleiner Gedankenblitz gekommen. Und es hat nicht laut gescherbelt, keine Sorge. Also einmal dahin, einmal dorthin. Sieht auch noch was aus. Und wir kommen nicht ins Fundament vom Haus rein, das ist auch schlecht, nicht schlecht. So, das Baumehl brauchen wir jetzt erstmal nicht in die Toolbar. So. Das könnte nicht auch nicht schlecht aussehen. Dann machen wir das dann doch eher so rum. Und ich muss gleich mal nach den Setzlingen gucken, nicht dass die spawnen. Das wäre unschön. Von denen haben wir ja noch nicht so viele. So, immer mal schön nachpflanzen. Weil da
haben wir hier nämlich nicht der extrem Terraforming, da kommt dann hier noch eine Wand lang. Gut, mit einer Fackel kann man die schlecht abbauen. So, und einmal die Trapdoor. Kriegen wir sogar noch komplett hin. Sogar wir brauchen nicht mehr so viele Stone Bricks. Man sollte aber auch den anderen wieder abbauen. Und so, da fehlen halt bloß noch drei Stämme. Dann haben wir das, die Seite auch fertig. Da fehlt oben noch der Zaun, aber das ist ja auch kein Problem. Das war perfekt. Als wäre das geplant gewesen. Aber klappt halt nicht immer. Und dann kann halt hier die Wand lang gehen. Zum Beispiel. Aber vielleicht nehmen wir hier oben auch Stone Bricks. So dass dies als Pfeiler aussieht. Da müssen wir mal probieren. Da wollte ich eigentlich gerade sagen, da kann ja der eine Brick weg jeweils, aber es ist ja die hintere Ansicht. Was wir wiederum machen können, das neue das neue Update uns zunutze machen. So. Dafür brauchen wir allerdings 1, 2, 3, hier, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19 Stufen. Na, lang nicht. Zumindest fürs erste 19.
So. Muss ich mir jetzt bloß mal mein Wasser einmal wieder suchen. Nachdem ich mal hier noch die ganzen Steine wieder rausgenommen habe und neuen gleich reingelegt habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Danach geht es erstmal schnell wieder ins Bett. Nicht, dass hier was spawnt. Einmal. Ich bezweifle, dass ich ihn finden werde. Jammern. Ich brauche aber noch einen zweiten. Dass wir oben gleich mal eine kleine unendliche Wasserquelle machen können. Damit wir dann die Rinnen befüllen können. Würde ja sogar gut aufgehen. Dann können wir halt hier einen kleinen, wirklich eine kleine Wand hier rum, drumherum ziehen. Und dann halt versuchen. 1, 3. 3. Bis dahin. Dann hier eine Wand drumherum ziehen, ist das mal bloß wieder. Ein paar Gedankengänge meinerseits, nicht wundern. So, die sind ja jetzt hier gewaterlockt. Da sieht das wenigstens noch aus wie eine kleine Bewässerungsrinne. Ohne dass es tropft. Das ist jetzt schön gemacht. So gut, die Ecke kann man auch schön befüllen. Aha. Und da kann man halt hier wirklich ein paar Büsche lang legen. Aber wenn ich hier einen Zaun lang mache, kommen Büsche nicht gut. Machen wir halt eher hier ein paar Büsche hin. Ich habe hier einen kleinen. Na gut, hier brauchen wir eigentlich keinen Trampelpfad. Hier soll es ja dann bloß schön aussehen. Aber da muss ich mal wieder das. Nein. Das Aquanautik-Update uns zunutze gemacht. Und da seht ihr, wann ich es aufgenommen habe für die Folge. Gut, da brauchen wir eigentlich hier gar nicht terraformen, da müssen wir eher hier angleichen.
müssen wir hier eher angleichen. Schön, dass du gewachsen bist. Oder wir ziehen den hier noch ein bisschen ein paar Blöcke nach außen. Gut, dann kommt dann hier wieder das Akazienholz hin. Kommt der halt eher noch da. Na Mann, Mann, Mann. Okay, hier wird das dann wieder mit Stufen gemacht. Ich habe jetzt gerade noch ein bisschen an Erde mit. Füllen wir das hier noch mal kurz. Die eine Stufe haben wir da sogar noch, aber wir brauchen wieder mehr. So, einmal Stufen da rein. Okay, dann fehlt natürlich noch die Trapdoor aus Dark Oak Wood. Okay, jetzt machen wir uns das mal einen Zaun Flying machen. Probieren wir mal einfach mal Spruce Wood aus. Einfach mal so. Nur so. Aus dem machen wir mal kurz Stöcke. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, war das jetzt so rum? Ne, das ist Zauns Tore, die brauchen wir nicht. Und der Baum ist jetzt gerade instant gewachsen.
Da kann man halt hier oben dann mal noch eine Laterne drauf machen. Ich setze jetzt mal nur eine Fackel hin. Das wäre natürlich eine Alternative. Torch. Ich habe keine Fackel mehr. Ah, doch. Das ist halt eigentlich immer dort bei Dienen. Und dann halt hier an der Ecke. Gut, hier brauchen wir aber nicht bei jedem eine Redstone Lamp drauf machen mit Night Sensor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kann man so machen. Aber erstmal muss man wieder schlafen. Nicht, dass uns gleich Mr. Creeper wieder alles kaputt macht. Und entweder hat es mir jetzt mein Stream abgeschnubbelt. Oder das Internet ist weg. Das ist natürlich gerade nicht schön. Jetzt kann ich nämlich gerade nichts lesen oder so. Hat es mir angezeigt, mein Video ist nicht verfügbar mehr. Okay. Livestream ist offline, also machen wir mal kurz das hier. So, jetzt mache ich aber mal kurz den Aufnahmestopp. Guck vorher noch mal bei wie vielen Minuten ungefähr. Gut, das können 2 Folgen werden. Also sehen wir uns dann gleich wieder, hoffentlich.